Ja, schön, oder? Am nächsten Tag kommt natürlich gleich ein Video. Ja, ich habe gestern noch eins aufgenommen. Und zwar geht es heute darum, wie kann ich mit der GoPro auch mit einfachen Sachen schnell was erreichen. Und ich habe jetzt mal drei Videos rausgesucht, kurze Ausschnitte der Videos, in der ich einfach nur eine GoPro hatte. Und im ersten war ich auf einem Event vor 2 Jahren und hatte noch nichts anderes außer die GoPro und eine Canon 700D. Und auch wenn du, ich hatte nicht mal ein Stativ dabei, also wenn du ein Stativ hast mit einer GoPro und eine GoPro, gehst du auf ein Event oder machst einen Vlog, du kannst sehr, sehr viel damit rausholen. Ich zeige euch jetzt mal ein kleines Stück davon und ihr seht, was mit genug Schneidarbeit dabei auch rauskommen kann. Hier mal der erste Clip. Ja, das Ganze war jetzt, wie gesagt, ein großes Event und da gibt es natürlich sehr, sehr viel zu filmen. Man kann das Ganze aber auch im Privatbereich machen. Im Privatbereich zum Beispiel, ich hatte da auch eine Szene mit drin, in der ich einfach mehrere Szenen, in der ich mal 30 Minuten aufgenommen habe und habe die dann mehrmals im Magix, habe ich das damals geschnitten, verschneddert habe. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und dann kam so eine Zeitraffer-Funktion dabei raus. Das Video zeige ich euch jetzt mal. Also im privaten Bereich geht auch sehr viel. Dokumentiert das einfach so. Das war ja auf jeden Fall auch, es bleibt eine wunderschöne Montageerinnerung an mich. Fand ich super toll. Der Kumpel, der dabei war, war der Eddie. Der hat auch damals bei mir gewohnt. Super Kerl. Nächstes Projekt zeige ich euch nur ganz kurz. Und zwar hatten wir da die GoPro genommen und eine Halterung, also diesen Klebepad, der generell immer dabei ist, einfach mal in ein Motorrad gesetzt. Was dabei rauskam, ist eigentlich echt brauchbar und zeige ich euch jetzt. Das war das Video. Ja, kann man sehen lassen. Man kriegt echt coole Perspektiven. Überlegt auch wirklich GoPro aus dem Fenster halten beim Autofahren mit einem Stativ. Relativ runter traut euch das. Das Ding hält was aus. Geht damit tauchen. Keine Ahnung. Macht Perspektivenwechsel. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, die irgendwo ganz weit oben zu positionieren, irgendwo ganz weit unten. Und durch viele Schnitte könnt ihr da echt viel erreichen. Ich hoffe, ihr konntet da ein paar Inspirationen rausnehmen aus dem Ganzen und ja, versucht doch einfach mal die mit Kleinsachen minimalistisch viel rauszuholen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ich bin der Baumi. Ciao!